Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 3 Into the Future. Ein Erweiterungspaket, was mich dann doch mal wieder etwas interessiert hat und deswegen habe ich es mir kurzerhand besorgt. Und dann dachte ich, mache ich doch auch mal wieder ein kleines Let's Play dazu. Also mit den Sims geht es in die Zukunft. Und hier sind wir schon mitten im Spiel. Ah, Chidoodle. Unserem Sims geht gleich auch schon mal eine Glühbirne auf. Huh? ich möchte euch vorstellen, das ist Martina McFly. McFly kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr den Film Zurück in die Zukunft geschaut habt. Der müsste so in den 90ern irgendwann mal sehr beliebt gewesen sein. Ich habe ihn damals auf jeden Fall sehr gerne geschaut und Sims 3 zurück, also Into the Future, in die Zukunft, ist da, glaube ich, so ein bisschen von abgeguckt und deswegen habe ich sozusagen auf Anspielung auf den Film dann auch den Nachnamen McFly benutzt. Wenn ihr den Film nicht kennt, werdet ihr damit jetzt nichts anfangen können, aber das macht nichts. Ich habe jetzt also vor, einfach mal das Add-on ein bisschen zu testen, auszuprobieren. Ich habe noch nicht so sehr viel darüber gesehen, selbst noch überhaupt nicht gespielt. Das sind jetzt wirklich für mich auch die ersten Spielminuten. Ich habe aber schon mal einen Charakter erstellt, also Martina McFly, die ihr seht. Und ich habe ihr auch gleich die zwei neuen Charaktereigenschaften gegeben, die man hier bekommt mit dem Add-on. Das ist einmal labil. Wenn ein Sim am Morgen mit schlechter Laune erwacht, ist er womöglich verwirrt. Dein Sim durchlebt wahnhafte Phasen, die eine dauerhafte Veränderung seiner Merkmale bewirken können. Das ist echt krass. Also sie ist ein bisschen, irre. Leicht labil. Sie ist außerdem ein Bot-Fan und darauf freue ich mich nämlich sehr. Man kann nämlich jetzt dann, wenn man in die Zukunft reist, diese Roboter erstellen. Plumbots nennen die sich. Da freue ich mich drauf. Einer der Gründe, warum ich dieses Add-on gekauft habe. Ich will einen Roboter haben. Dein Sim verbessert seine Botbaufähigkeiten mit beschleunigter Geschwindigkeit. Dein Sim darf ein Plumbot-Outfit tragen. Dein Sim ist geschickter im Umgang mit der Botbaustation. Ansonsten hat sie Sinn für Humor, ist ein Genie und ein Glückspilz. Ich dachte, das mit Genie passt dann halt zu dieser Bot-Sache ganz gut. Aber wir werden mal das Auge drauf werfen, was sich da so verändert, wenn sie labil ist. Na gut. Außerdem hat sie jetzt Lieblingsmusik Digi-Klänge oder Digi-Klänge. Fruchtparfait, das ist nicht neu. Farbe Orange ist auch nicht neu. Habe ich dann einfach mal so gewählt. Sternzeichen Löwe. Und was auch neu ist, ist der Lebenswunsch. Spitzentechnologische Sammlerin. Ja, da lachst du. Das heißt, wir werden, wenn möglich, sehr früh in die Zukunft gehen und dort dann auch sehr viel Zeit verbringen, weil ich möchte ja sehen, was man da so erleben kann. Das heißt, wir müssen warten, bis wir Besuch bekommen und eine Zeitkapsel geschenkt kriegen oder geliefert kriegen. Wer joggt denn hier wieder lang? Wer sind sie denn? Guss irgendwas. Gas. Freundlich begrüßen habe ich gewählt. Das wollte ich gar nicht. Macht nix. Tu das mal. Rasa? Miepsan. Sims lieben es, mit ihren Freunden und Nachbarn zu plaudern. Jetzt kriege ich wieder diese ganzen Tooltips, die ich gar nicht haben möchte. Ja, dann plauder mal. Nicht anstarren. Plaudern. Labni Passi, Patsumsa. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was runtergeladen, aber bisher nur so zwei, drei Outfits und ein paar Frisuren. Gemma Kuraka. Oh. Und da ist auch schon unser Portal. In der Spielwelt ist ein geheimnisvolles Portal erschienen. Welche Auswirkungen mag das auf die Welt haben? Sehr gut. Also, ich war noch gar nicht in unserem Haus drin. Ich habe das Haus belassen, wie es ist. Das ist einfach so ein Standard-Anfang-Haus hier. Das kennt ihr alle bestimmt. Und ich habe ihr jetzt... Es gibt natürlich jetzt diese
neuen Outfits, die man dann in der Zukunft trägt und auch neue Frisuren. Das habe ich jetzt extra bei ihr noch nicht gewählt, weil ich dachte, sie wird sich dann, wenn sie in der Zukunft ist, dann erst auch anpassen und dort dann shoppen gehen. Ich meine, woher sollte sie sonst jetzt auch schon die Kleider dafür haben? Das Ding nervt, ich sollte es vielleicht doch wieder ausstellen. Aber ich möchte gerne die Tutorial-Tipps und so für das neue Add-on haben. Sollen wir da jetzt gleich schon mal einsteigen? Portal untersuchen. Hm. Für Wasser? Mhm. Oh oh. Blendendes Licht. Guten Tag. So, Vanisha Rook. Palasini Makana Kimakasu? Palur? Das ist Emmett Rillewart. Der gibt uns jetzt irgendwas. Oh, jetzt. Das soon. Fadish. Weg da, das ist mein Portal. Einem Zeitreisenden aushelfen für Martina McFly. Ach du flauschiges Lama, ich war auf dem Heimweg nach Oasis Landing, als beim Zeitportal eine Störung erlitt und seine Batterien in alle Himmelsrichtungen geschleudert wurden. Kannst du mir helfen, sie einzusammeln? Das machen wir doch. Helfen wir einem Zeitreisenden aus. Und da ist auch schon das erste Ding. Dritlava? Ich habe keine Zeit für dich. Ah, nein, nice. Möchtest du mehr über den Zeitalmanach erfahren? Was kriege ich denn da gesagt? Der Zeitreisende hat beschlossen, deinem Sim den Zeitalmanach zu schenken. Alle Mitglieder deines aktiven Haushalts teilen sich den Zeitalmanach und können im Inventar deines Sims drauf zugreifen. Konsultiere den Zeitalmanach, um alternative Zukunftsformen von Oasis Landing zu erkunden, die Nachfahren deines aktiven Haushalts zu sehen oder weitere Informationen zu den hinterlassenen Statuen in Oasis Landing zu erhalten. Ja, schön. Soup, Jahani Ma, Tee? Ja, Makan. Da. Normale Zukunft. Dystopische Zukunft und utopische Zukunft haben wir. Also dystopisch ist im Prinzip Gegenteil von utopisch, so ein bisschen, also dass wenn es möglichst schlecht ausgeht in der Zukunft, und hier diese utopische Zukunft ist halt die bestmöglichste, die man sich vorstellen kann. Und es wäre natürlich schön, wenn wir das erreichen könnten. Oasis Landing ist eine lebhafte Stadt voller Schätze und neuer Orte. Von erfreulichen Geschichten inspiriert haben die Einwohner von Oasis Landing ein Paradies erschaffen. Oder unverantwortliche Entscheidungen haben Oasis Landing bis an die Grenzen verdorben. Müllberge blockieren, Meteore zerstören und Spalten tun sich auf. Also wenn wir jetzt in der Gegenwart total Scheiße bauen, kriegen wir diese dystopische Zukunft. Und wenn wir alles wunderschön und gut machen, die utopische Zukunft. Und bei okay, die normale Zukunft. So verstehe ich das. Was haben wir da? Die Nachfahren. Such und lerne deine Nachfahren in der Zukunft kennen. Das werden wir auf jeden Fall tun, wenn es geht. Ich muss mir das halt jetzt auch alles erstmal durchlesen und anschauen. Einige von euch kennen das vielleicht schon, ich noch nicht. Und hier hinterlassene Statuen. Die sollen wir uns dann angucken. Sparly a Donda! Is it her? Oh, ihr vertragt euch ja super. Da ist noch eine Batterie. Wir gehen jetzt erstmal Batterien sammeln. Jeep, Johnny Safasin, sie Tisana. Efwim Quasi Pazon. Und die hier. Rebso Rue for Carbize. Ingsa? Narzola. 3. Wie viel brauchten wir? 5. Ach, die stehen ja alle da direkt. Unmittelbare Umgebung. Das ist keine Herausforderung. Ich habe gleich 6 Stück. Läuft's denn noch besser? So als Vorrat.
bringen wir das erstmal zurück. Bitte sehr. Our tubes Pansaki. Ma Kirixili. Können wir das Ding benutzen? Lorsham. Wamita. Dank deiner Hilfe kann der Zeitreisende zu seinem Zuhause in Oasis Landing zurückkehren. Warum folgst du ihm nicht einfach, um zu sehen, wohin das Zeitportal führt? Das werden wir machen. Ich will gerade mal gucken, was sie Spitzentechnologiefähigkeit verbessern will. Sie Medizinkarriere, Fähigkeit Logik lernen kann, warum runterholen und Teleskop kaufen, brauchen wir jetzt nicht. Okay. Beleidigung anhören. Nö, renn weg. Ich kann mir keine Beleidigung anhören. Ich verschwinde in die Zukunft. Adios, amigos. Ich habe noch kein einziges Mal mein Haus betreten, aber ich gehe erstmal in die Zukunft. Ich bin so neugierig. Okay. Ich habe mich gerade eben beinahe verklickt. Achso, ist jetzt auch neu. Wir haben jetzt solche Suchbildschirme. Während es lädt, können wir Sachen suchen und kriegen dann Lebenszeitbelohnung. Jetzt steht da zum Beispiel, finde folgendes. Espe ad Astra. Ich kann keine Ahnung, was das ist. Ich denke, eine Blume. Ich krieg einfach mal dumm durch die Gegend. Das war's nicht, das war's nicht. Weiß ich leider noch nicht, was das ist. Ladebildschirm. Na gut. Ich hätte lieber kürzere Ladezeiten als Suchspielchen auf Ladebildschirm, aber das geht wohl nicht. Und hier sind wir in der Zukunft gelandet. Wir haben einen unsichtbaren Bekannten. Hm? Ach, das ist der... Wieso wird er mir nicht angezeigt? Zimfama. Willkommen in der Zukunft. Ja, aus irgendwelchen Gründen wird der Typ mir gerade nicht angezeigt. Willkommen in Oasis Landing, Sims, Sim aus einer anderen Zeit. Dies ist das Gemeindezentrum von Oasis Landing, von dem ich unermesslich viel Wissen beziehe. Ich habe dir einen Raketenrucksack gegeben, damit du einen besseren Eindruck, ach, da ist er jetzt, von der Stadt erhältst. Benutze ihn gleich und fliege. Ich soll fliegen. Können wir erstmal irgendwie ein bisschen Sightseeing von hier oben machen? Wie heißt denn, wenn wir mal dahin gehen? Und uns wurde auch angezeigt, dass wir schon unsere Verwandten ausfindig gemacht haben. Die wohnen in Felshangallee 511. Ja, genau. Ach, wie schön. Oh, was ist das denn? Oh, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Eine Katze. Schwebende Katzenkopf. Sieht aber von vorne nicht so süß aus wie von der Seite. Mit Elisa reden. Elisa heißt du. In wessen Haus bin ich gerade? Achso, ich bin im Gemeindezentrum, oder? Es fordert Zeit und Geduld, den Umgang mit Technologie aus der Zukunft zu erlernen. Aber sie. Ja, das kann wahrscheinlich auch in der Gegenwart passieren. Das kriegen wir schon alles raus. Quizamalay. Ça va? Was eine Stimme. Okay, wir haben uns ein bisschen mit dem Kerlchen da unterhalten. Haben wir das jetzt eingesteckt, mal eben so einfach mitgehen lassen?
Wir haben unseren Raketenrucksack, Kobold in mittelmäßiger Laune. Och, ich habe jetzt einfach mal diesen Kobold da mitgenommen, okay. Ich glaube, ich muss das gleich mal ausstellen hier mit diesen ganzen Hinweisen. Na gut. Was ist das denn? Ah, da können wir die Etage wechseln, krass. Und da ist auch schon so ein Hoverboard. Wie gesagt, wenn ihr den Film Zurück in die Zukunft kennt, wisst ihr, was Hoverboards sind. Ich glaube, die heißen hier ein bisschen anders, aber das ist auf jeden Fall eine Anspielung darauf. Das nehme ich gleich mal mit. Alles einstecken, was hier rumliegt. Windschneider heißen die hier, okay. Das da, Job suchen, im Holonetz, nach Freunden suchen, Computer spielen, das ist also ein Computer. Darf ich die hier eigentlich irgendwie einziehen oder so, oder kann ich hier mitwohnen? Ich bin mir nicht so sicher, wahrscheinlich irgendwie. Ja. Da unten gibt's so Grill. Sehr hübsch. Ich habe übrigens die momentan ausgestellt, dass der Sim sich selbstständig bewegt. Also den freien Willen deaktiviert, damit ich halt hier wirklich in Ruhe alles erkunden kann. Was ist das denn? Expressputzen. Wow! Okay, wir sollen jetzt dieses Raketending benutzen. Wie mache ich das denn? Und jetzt? So ist aufgezogen. Jetzt kann ich wahrscheinlich irgendwo hinfliegen. Sollen wir uns mal diese Autos da anschauen? Die futuristischen Autos. Hier fliegen. Zaza! Wow, das ging schnell. Ich dachte, ich fliege jetzt so ein bisschen sachte durch die Gegend, aber nein. Also ein Turboraketen-Dingens. Darf ich ein Auto klauen? Wie wär's denn mit dem da? Nein, darf ich nicht klauen. Schade. Das ist das. Das sieht nach sehr nach Einkaufszentrum aus. Gehen wir doch da mal rein. Plumbord, Handel und Schrauben. Handel, Schrauben und Mutter im Besuch. Ach so, das ist ein Plumbord-Handelszentrum. So ein Roboter beschaffen wir uns später. Wer ist denn, wenn wir Kleider shoppen gehen oder so? Was haben wir denn da? Plumbord-Arena-Karriere? Das sieht aus wie, keine Ahnung, Pokémon-Wettkämpfe oder so. Was haben wir hier? Wellness-Center und Buchhandlung. Okay. Können wir... Flieg mal dahin. Jetzt werde ich gleich angebraust kommen. Uah. Ach du Scheiße. Wir sind im Asphalt stecken geblieben. Eine Hand, ein Kopf, ein Körper. Ah. Das könnte schmerzhaft gewesen sein. Ich höre Geräusche. Was haben wir denn da? Ein Weinstock? Oh, nö. Schmetterlinge. Ich werde alle 2 Sekunden jetzt von irgendwas anderem abgelenkt. In rund und um die Stadt verbergen sich jede jede Menge Dinge, die dein Sim sammeln kann. Ja, das habe ich gemerkt. Weg da. Nayakala! Juppie. Martina hat gerade einen roten Admiralschmetterling gefangen. Der ist 26 Simoleons wert. Ein gewöhnlicher Fund. Gibt's ja auch ungewöhnliche super Schmetterlinge aus der Zukunft. Sie möchte die Inschrift der glänzenden Unterhaltung-Statue lesen. Okay. Finden wir diese Statue hier irgendwo? Müsste es nicht Unterhaltungsstatue heißen? Egal. Ich gehe, glaube ich, wieder ins Gemeindezentrum zurück und werde da noch ein bisschen mein Unwesen treiben, aber zumindest wenn ich jetzt die Statue nicht finde. Kann ich eigentlich Kartenansicht? Ah ja, mal die gesamte Stadt so ein bisschen überblicken. Wir haben hier ein Holo-Abenteuerkino,
McFly, Teilungsstraße 1320, Gemeindezentrum. Also, das heißt, wir wohnen hier sozusagen. Das ist okay. Haltestelle. Da kann man angeln. Genau, da haben wir den Plumbot-Handel, die Bot-Arena, Wellness-Center und Buchhandlung, Park. Sams generierte Portion, da können wir essen. App-XI-Import-Galerie. Die Utopie, Vorlieben-Promenade. Okay, da können wir auch essen. Merkur-Stern-Observatorium, Leihbibliothek, Krankenhaus, Rathaus. Ah, Park, das sieht doch, da könnte doch die Statue sein. Gehen wir da mal hin. Jetzt läuft sie, obwohl sie eigentlich fliegen könnte. Aber sie darf auch mal laufen. Ich habe übrigens die Musik aus, das wisst ihr teilweise, wenn ihr meine Sims 2 und Sims, nee, das Sims 3 Let's Play gesehen habt, das alte von mir. Da es bei Sims Musik oft über YouTube Content-Treffer gibt, deaktiviere ich die immer sicherheitshalber. Weil ich sonst Probleme mit meinen Videos kriege. Okay, so. Inschrift lesen. Nehmen wir doch einfach mal das Ding hier. Das ist der Typ, der uns besucht hat. Emmett Relevant. Und ich hoffe, irgendwann steht unsere Statue da. Wache über die Zeit. Emmett Relevant traf auf einen Zeitreisenden, schloss mit ihm Freundschaft und lernte die Kunst der Zeitstrangmanipulation. Ist das jetzt dein Wunsch? Ja, Luki. Nee, das war die falsche Statue. Sie möchte gern die Unterhalterstatue, ist egal. Die zukünftige Welt verändern. Na, so weit sind wir noch nicht, glaube ich. Was ist das denn? Blöderweise steht da nicht, welche Statue das ist. Wir lesen jetzt einfach mal alle Inschriften. Der hat auch so ein Ding. Müssen wir auch gleich tun. Vorreiterschaft der Technik. Mit Geschick gelang Ariana Rosa der Bau des ersten fortschrittlichen Bots. Und war damit Vorreiter der Moderne. Was hast du gemacht? Ah, hier, glänzende Unterhaltung, das ist das. Das möchte sie lesen. Während sich andere scheuten, hat Natascha Ulrich die Laser-Rhythmus-Apparatfähigkeit erlernt und ein ganzes Genre geprägt. Achso, das ist dieser neue Musikapparat, den es in der Zukunft gibt. Werden wir mit Sicherheit auch noch kennenlernen. Dann springen wir auch mal auf den Windschneider auf. Und eben hat man die Frau da gesehen, die hat schon, das ist so eins dieser netten Kleider, die es hier gibt. Du sollst auf deinen... Ach so, das macht's jetzt... Moment. Probieren wir das Ding mal vorsichtig aus. Kleide mal hier hin. Du sollst dahin auf deinen Windschneider... Das hat's jetzt nicht gemacht. Weil ich habe gedrückt verwenden anstatt gehen, aber irgendwie macht sie das nicht. Hä? Komisch. Verwenden, anstatt zu gehen. Mach das. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich... Ah, jetzt. Sehr gut. Na, das hat sich doch schon ganz gut gemacht. Der Roboter zeigt uns, wie es geht. Hallo, Roboter. Freundschaftlich begrüßen. Toll. Ich möchte dich als Bekannten TOB3 Witz erzählen. Gucken, ob Roboter der hat bestimmt einen Humor-Chip. Romantisch. Ach ja, ich kann echt mit einem Bot romantisch werden. Ach Gott. Nachmal Chip anpassen. Ich würde sagen, wir lassen die beiden noch ein bisschen plaudern.
Und dann werde ich in der nächsten Folge weiter die Zukunft erkunden und dann vielleicht auch eines dieser Zukunftsoutfits kaufen und was man hier noch so tun kann. Und zwischendurch halt auch immer mal ein bisschen zurück in die Gegenwart, um dann vielleicht die Zukunft noch weiter positiv hoffentlich zu verändern. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.